Der Heinz Huber studiert zufrieden das Geschäftsergebnis von der Thurgauer Kantonalbank. Seine Bank sei stabil unterwegs und habe das erste Halbjahr unter dem Strich gut gemeistert. Das erste Halbjahr hat die EKB ein solides Geschäftsergebnis erzielt. Hauptgrund ist sicher, dass wir in unserem Kerngeschäft, dem Zinsdifferenzengeschäft, sehr gut haben können arbeiten. Der Vorsitzende der TKB-Geschäftsleitung ist stolz, so ein Ergebnis zu präsentieren. Auch wenn die Bank ein gesundes Wachstum bei Auslehnungen und Kundeneinlagen hat. Die Thurgauer Kantonalbank kämpft wie andere Schweizer Banken mit den schwierigen Marktverhältnissen. Es ist ein anspruchsvolles Umfeld. Ich denke da vor allem auch an die tiefen Zinsen, die wir sehen. Natürlich auch einen starken Schweizer Franken, der unsere Kundinnen und Kunden vor allem im Firmenbereich natürlich sehr stark betreffen. Und zuletzt auch noch die unsteten Finanzmärkte, die da sind, wo die Anleger etwas zurückhaltender geworden sind zum Investieren. Die auffälligste Position im Halbjahresbericht ist der Gewinn. Der ist im ersten Halbjahr um 20% zurückgegangen. Wir haben letztes Jahr einen außerordentlichen Ertrag erzielen, indem wir unsere Beteiligung an der Swiss Ganten verkauft haben. Das ist das Jahr natürlich nicht angefallen. Darum ist natürlich auch der Eingewinn zurückgegangen. Würden wir das aber ausklammern, den Sondereffekt, dann ist der Gewinn um nur rund 1,6% zurückgegangen. Die Thurgauer Kantonalbank rechnet weiterhin mit tiefen Zinsen und mit weniger Ertrag im Zinsgeschäft. Über alles soll das Geschäftsjahr aber weiterhin stabil verlaufen.